Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel Au Ja. Der Podcast für ein Ja zu dir und ein Ja zum Leben. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Name ist Stefanie und heute habe ich ein ganz spannendes Interview mit Stefan Hahn dabei. Vielleicht erinnerst du dich, der war schon mal im Podcast vor einigen Monaten. Und in diesem Zusammenhang, vor unserem damaligen Interview, hatte er mir davon erzählt, wie er sein Leben passender gemacht hat. Und das fand ich so inspirierend, dass ich dir das gerne vorstellen wollte. Denn er hat wirklich dieses Ja für sich selbst und auch das Ja zum Leben umgesetzt. Ja, er lebt es. Und er ist dafür ein wunderbares Beispiel und er verrät uns in diesem Interview, wie er das gemacht hat, wie er das Vertrauen gefunden hat, wie er den Mut gefunden hat. Ich fand das unheimlich bereichernd, freue mich, dass ich dir das jetzt vorstellen kann. Und bevor wir starten, möchte ich dir noch sagen, dass diese Woche wieder die aktuelle Hochsensibel-Lounge online gegangen ist. Da geht es darum, wie du dein Nervensystem beruhigen kannst. Zum Beispiel nach einer Überreizung. Auch mit Hilfe von Yoga. Und dafür habe ich eine Expertin mit dabei. Du kannst dir die Folge ansehen. Das ist ein Video bei YouTube oder bei Facebook. Bei LinkedIn gibt es das auch. Lade ich dich ganz herzlich zu ein. Und jetzt freue ich mich auf die Inspiration von Stefan Hahn, der uns helfen kann, Mut zu finden, den Sprung in das passendere Leben zu machen, mit dem Ja für sich und dem Ja zum Leben. Viel Spaß! Hallo Stefan! Hallo Stefanie! Oh, schön, dich zu hören. Ich freue mich sehr, dass du dich nochmal bereit erklärt hast für ein Interview. Wir haben ja schon mal gesprochen vor ein paar Monaten und heute geht es um deinen außergewöhnlichen Lebensstil. Kannst du nochmal kurz dich vorstellen für die Menschen, die dich nicht kennen? Ja, erst einmal ein Hallo an deine Community, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, dass du mich wieder eingeladen hast, in deinem Podcast als Interviewgast zu sein. Ja, für die, die den ersten Podcast mit uns gemeinsam nicht gehört haben, mein Name ist Stefan, ich bin 34 Jahre jung, aktuell Reisender, Mentor und Menschenfreund, wie ich mich gerne betitel, habe mich den Themen Spiritualität und Schamanismus gewidmet und seit, es sind schon fast 2 Jahre, habe ich keinen festen Wohnsitz. Ich habe in Köln, wo mein Ursprung ist, 95% meiner materiellen Sachen verkauft und bin auf die große Reise gegangen, war in Bali, Thailand, Hawaii, habe letztes Jahr, also 2019, in Europa getourt, mich in Österreich verliebt, das muss ich ehrlich zugestehen und plane jetzt eine Reise nach Indien. Ja, und das Ziel, obwohl Ziel möchte ich gar nicht nennen, sondern die Vision, die ich jetzt in der nächsten Zeit habe, ist es, einen Ort zu schaffen. Ich denke so an ein Chalet, Holzhütte in Österreich, mitten in der Natur, mit See- und Bergblick, Raum für Begegnung zu schaffen, um dort Retreats anzubieten, Seminare anzubieten. Das ist mal so kurz das, was ich aktuell mache. Hört sich echt schön an. Wenn man das mag, das Reisen. Genau, wenn man das mag. Ist nichts für jedermann oder jede Frau. Ja, ich wollte dich gerne nochmal interviewen, weil ich ja immer davon spreche, dass es so wichtig ist, dass wir uns das Leben passend für uns gestalten. Und du hast da ja einen ganz ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Wie du schon sagst, du bist ein Reisender seit 2 Jahren. Kannst du mal kurz erklären, wie du jetzt hier in Europa wieder zurück oder in Deutschland dein Leben gestaltest als Reisender? Ein Wort, Vertrauen.
Ja, also du weißt es ja, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Vor 8 Jahren habe ich ja meine Bankkarriere an den Nagel gehangen, weil ich gemerkt habe, dass es das nicht ist. Und bin dann in diesen 8 Jahren, das ist ja natürlich auch ein Entwicklungsprozess, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Ja, habe mich dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gewidmet, der Bewusstseinsentwicklung. Bin dann in den Bereich Spiritualität gegangen. Und so kam immer mehr und mehr der Ruf meiner Berufung, rauszugehen. Und in dem Fall war es mein Ruf, dann zu reisen. Und ich sagte ja eben in unserem persönlichen Gespräch, wenn man diesen Minimalismus einmal lebt, ja, sich von so vielen Dingen gelöst hat, dann möchte man gar nicht mehr diesen alten Lebensstandard haben. Für eine Zeit, ja. Ja, ich bin jetzt aktuell in einer Wohnung bei einer Freundin, die eine längere Reise macht. Da tut das mal gut. Aber es ist nur für eine gewisse Zeit, für ein paar Wochen, und dann geht meine Reise weiter. Und dieses Gefühl ist Befreiung pur. Für mich. Ja, also wir reden, das finde ich toll, dass du es eben auch nochmal gesagt hast. Das, was wir jetzt hier besprechen, das ist nur meine Wahrheit, mein Lebensweg. Das ist nicht der ultimative Lebensweg, den jeder leben sollte. Ja, ich habe da mein Glück gefunden. Ja, das ist ja die Hauptsache. Wie war diese Entwicklung von du sitzt in der Bank, du fühlst dich unwohl, zu du gibst deine Wohnung auf, du verkaufst deine persönlichen Dinge und du gehst auf Reisen? Kannst du uns da mal mitnehmen, wie du diese Schritte gegangen bist? Was das mit dir gemacht hat? Also Bank war, ich spreche gerne in Bildern, für mich der goldene Käfig. Mhm. Ich hatte alles, ein Auto, Wohnung, gutes Einkommen, einen in Anführungszeichen sicheren Job, denn Sicherheit gibt es meines Erachtens nirgendwo. Denn alles kann sich verändern, jeder Job, jede Beziehung, die Gesundheit von einem Menschen. Nichts ist fix und sicher. Alles ist in ständiger Bewegung und Veränderung. Und das war für mich der goldene Käfig. Und mir wurde einfach klar, ich bin unglücklich. Ja, jeden Freitag dieses Glücksgefühl, juhu, Wochenende. Und jeden Sonntag, Nachmittag, Abend die Bauchschmerzen. Oh, jetzt geht's wieder in die Bank. Das hat nichts mit dem Bankjob an sich zu tun. Aber ich habe einfach gemerkt, es passt nicht zu mir. Es passt einfach nicht zu mir. Ich wollte einen Lebensstil pflegen, der außen ja eine hohe Wertschätzung, Anerkennung genießt, und habe das ein paar Jahre gemacht, aber habe gemerkt, ich fühle mich leer. Es passt nicht für mich. Also darf ich was verändern. So, und das ist ein Talent, eine Gabe oder eine Fähigkeit von mir, dass ich einfach dann auch den Mut aufbringe, rauszugehen. Was nicht heißt, dass ich dann keine Angst habe. Ja, aber diesen Mut aufzubringen, die Sachen zusammenzufügen. Okay, da stimmt was nicht gerade. Ich muss jetzt springen. Das ist etwas, was ich sehr gut kann. Aber es bedeutet nicht, dass das etwas ist, was dann, ja, ich stehe jetzt gerade aktuell auch wieder vor einem großen Schritt in meinem Leben, dass ich dann sage, ach ja, das hast du jetzt 3-mal gemacht und jetzt machst du das, juhu, ohne Angst, ohne Zweifel. Es ist immer wieder so dieses, oh, ich stehe an einem Abgrund, der kein Abgrund ist. Ich muss jetzt springen, und es ist auch kein Sprung, sondern nur ein Schritt. Und dann merkst du, wow, da kommt diese Befreiung. Dieses Gefühl, was ich in der Bank hatte, hatte ich dann innerhalb dieser Zeit, wo ich an den Punkt gekommen bin, da ich gesagt habe, okay, jetzt möchtest du alles aufgeben und jetzt möchtest du reisen, war genau der gleiche Punkt. Ja, ich habe gemerkt, diesen Lebensstil, den ich gerade führe, der passt aktuell nicht mehr zu mir. Ich möchte was anderes machen. Ich möchte mich neu erfahren. Jetzt muss ich springen. Und da war es dann dieses, ich möchte in die Reise springen. Mhm. Ist das greifbar für dich, Stefanie? Ja, das ist greifbar für mich. Das heißt, du hast jetzt nicht so lange dafür gebraucht, um dich zu überwinden und tatsächlich diesen Schritt zu machen, deine Wohnung zu kündigen, den Job zu kündigen und deine Sachen zu verkaufen, sondern das war so ein fließender Prozess. Es hört sich gerade so an, als ob du da keine großen Hemmungen oder Hemmschwellen hattest.
Ich würde es so sehen, Stefanie, je bewusster wir durchs Leben gehen, je achtsamer wir durchs Leben gehen, umso klarer werden die Zeichen, die uns das Leben gibt, ja, oder unser Körper uns gibt. Bei der Bank war es so, dass ich festgestellt habe, dass ich gerne gehen möchte, aber ich hatte noch nicht den Drive dazu. Dann kam auf einmal ein Buch in mein Leben über Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe vorher nie davon gehört, ja, von Persönlichkeitsentwicklung. Habe das gelesen, habe gesagt, oh, ich kann was verändern. Dann ging mein Chef, Vaterfigur, den ich wirklich am Herzen hatte, hat die Filiale gewechselt. Das heißt, im Außen hat sich was verändert. Der neue Chef, mit dem kam ich nicht so gut klar. Ja, dann sind Dinge halt passiert, wo ich gemerkt habe, oh, irgendwas verändert sich. So, und jetzt kann ich das ignorieren, unbewusst bleiben, oder ich stelle mich dem bewusst. Mhm. So, und dann kommt irgendwann ein Punkt, wo eine Entscheidung gefallen werden muss. Und da sind viele Menschen zu zögerlich. Es ist auch verständlich, weil sie Angst haben, ja, vor dem Neuen, vor der Veränderung. So, und da diesen Schritt zu gehen, das hat bei der Bank war das letzten Endes 1,5 Jahre hat das gedauert, bis ich das dann gemacht habe. So. Und bei diesem zweiten Schritt, das sind ja das, was ich erkläre, das geht jeden Tag so, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Wir haben immer unsere Herausforderungen. Als erstes werde ich mir einer Sache bewusst. Irgendetwas passt nicht mehr. Ja, dann schaue ich, was bietet mir denn jetzt das Leben? Es kommen Menschen in dein Leben, es kommen Bücher in dein Leben, bestimmte Situationen, vielleicht Krankheiten, finanzieller Verlust, irgendetwas, wo das Leben dir Hinweise gibt. Deshalb finde ich auch es so ratsam, nicht das Leben zu verurteilen, zu sagen, warum tut mir das Leben das an, sondern, okay, das Leben geschieht immer nur für mich. Ja? Und das ist der Kern der ganzen Sache. Und zum Schluss, wenn es diese klare Entscheidung braucht, sind wir an dem Punkt, den ich am Anfang gesprochen habe, dann braucht es Vertrauen. Urvertrauen in das Leben, dass alles gut wird. Wow. Gab es etwas, was dir dabei geholfen hat, dieses Vertrauen zu entwickeln, oder hast du es schon mitgebracht in das Leben? Die Erfahrung. Die Erfahrung zu machen, bewusst die Erfahrung zu machen, was ist denn, wenn ich eine riesige Herausforderung habe im Leben, und jeder von uns hat schon mal eine Herausforderung im Leben gehabt, sich da nochmal zurückzuerinnern, was daraus geworden ist. Vielleicht nicht in diesem Moment, ja, dein Job wird gekündigt, dein Partner, deine Partnerin verlässt dich, du hast eine schwere Erkrankung oder du bist finanziell pleite. So, das sind jetzt nur Beispiele, wo das Leben sagt, hey, schau mal, lieber Mensch, du sollst jetzt da was lernen. So, und jetzt fühlen wir uns schlecht. Wir haben Angst, wir fühlen uns benachteiligt. Wenn die Zeit aber vergeht, wir klare Entscheidungen getroffen haben, das hat jeder von uns schon, kleinen oder großen, dann müssen, also das Wort nutze ich äußerst selten, aber da benutze ich es mal, müssen wir ehrlich zu uns selbst sein, sagen, dass es einer Verbesserung dienlich war. Ja. Ja. Wie oft hört man, ach gut, dass ich den Job aufgegeben habe, dass ich gekündigt worden bin, weil sonst hätte ich nicht das und das erlebt. Ja. Gut, dass ich diese Krankheit jetzt schon diagnostiziert bekommen habe, weil sonst hätte ich das und das nicht erkannt. Ja. Das sind jetzt nur Beispiele, Stefanie, für die Erfahrung, die wir machen. Und unbewusste Menschen, und das ist die einzige Sache, die ich heute gerne mit euch teilen möchte, wie bewusst, wie achtsam gehe ich eigentlich durchs Leben? Wenn ich unbewusst diese Dinge durchlebe, dann wird es mir natürlich schwer fallen, in diesen Momenten klare Entscheidungen zu tragen und dann auch den Mut aufzubringen. Wenn ich aber bewusster und achtsamer werde, sensibler, so wie dein Podcast ja auch die Thematik aufgreift, sensibler werde für das Ganze, dann erkenne ich, dass das Leben es nur gut mit mir meint. Das hast du schön erklärt.
Und als du dann tatsächlich deine Arbeit gekündigt hattest, deine Wohnung gekündigt hattest und losgefahren bist, hast du dann auch gleich dieses Gefühl von Befreiung gehabt oder haben dich dann auch noch Zweifel immer mal wieder heimgesucht? Das Verrückte für den Verstand ist es zu begreifen, dass sobald du die Entscheidung fällst, das Leben dich sofort beschenkt. Ich mache ein wahres Beispiel ist das jetzt. Ich hatte einen aktuellen Kontostand von minus 6.000 Euro. Habe mich entschieden, ich möchte meine Wohnung kündigen. Das war keine Eigentumswohnung, das war eine Mietswohnung. Ja. Mhm. Ich verkaufe alles und ich möchte nach Hawaii. Hawaii ist ein Ort vergleichbar mit der Schweiz. Ich war jetzt da von den Lebenserhaltungskosten. Ja. Und ich wiederhole, minus 6.000 Euro auf dem Kontostand. Jetzt würde man ja meinen, okay, warum macht er das? Der springt ja in sein Unglück. Mhm. Und jetzt habe ich einfach meinen Mietvertrag gekündigt mit 3 Monate Kündigungsfrist und ich wusste, in 3 Monaten ist die Wohnung weg und ich habe nichts Neues. Ja? Mhm. So. Und in diesen 3 Monaten, also ich habe die Entscheidung getroffen, indem ich diesen Vertrag unterschrieben habe, dass ich die Wohnung kündige. Ich habe es meinem Vermieter gegeben. Jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen. Und jetzt geht diese verrückte, bunte Fahrt namens Leben los. Was soll ich dir sagen? Innerhalb von 3 Monaten war ich schuldenfrei. Ich hatte Kontakte nach Hawaii. Die Reise war safe. Und im Vorfeld hatte ich nichts. Nichts. Wie ist das möglich? Ja. Jetzt können wir drüber philosophieren, wir können mathematische Formeln uns überlegen. Mit dem Verstand ist das nicht zu erklären. Ja, das ist wirklich ein schönes Beispiel. Wow. Ja. Und das ist die Erfahrung, die ich bewusst wahrgenommen habe, die mir jetzt als Referenz dient, wenn ich eine aktuelle Entscheidung treffen möchte. Wo mein Ego dann auch sagt, ah, ich habe Angst, jetzt den Schritt zu gehen. Dann sage ich, ja, aber schau doch mal Hawaii, schau doch mal Bank, schau doch mal, also ich könnte euch jetzt viele Beispiele geben dafür, ja, die in die Richtung gehen. Und das sind die Erfahrungswerte. Aber den ersten Sprung, Stefanie, den nimmt dir keiner ab. Den nimmt dir kein Buch ab, den nimmt dir kein Trainer ab, kein Mentor ab. Die Bereitschaft zu springen, den Mut aufzubringen, das kann dir keiner nehmen. Keiner nehmen. Ja. Mir ist letztens wieder was eingefallen, was mir mal ein Mentor vor vielen Jahren gesagt hat, auch bei einer Sache, wo ich Angst hatte, der mich dann gefragt hat, okay, was könnte jetzt im schlimmsten Falle passieren? Und das fand ich super hilfreich, weil vorher schwirrten verschiedenste Gedanken in meinem Kopf rum, Ängste. Und als ich dann mir die Zeit genommen habe, mich hingesetzt habe und ich habe das alles konkret aufgeschrieben, das könnte jetzt im schlimmsten Falle passieren und das könnte jetzt im besten Falle passieren, war ich sofort entspannt, weil ich es auch raus hatte aus meinem Kopf. Es stand da, schwarz auf weiß und ich hatte dann auch die Möglichkeit zu überlegen, okay, wenn jetzt der schlimmste Fall eintritt, dann habe ich aber noch die Möglichkeiten. Und es gab ja auch eine Seite, auf der stand, was könnte im besten Falle passieren? Also auf jeden Fall habe ich gemerkt, danach war es aus dem Kopf raus. Und das hat mir total geholfen. Das ist so ein schöner Tipp und Hinweis, Stefanie. Also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Das ist so ein Goldnugget. Also danke fürs Teilen. Du hast so recht. Und wenn man jetzt in meinem Beispiel, weil du mich ja gefragt hast, mal diesen Tipp, diesen Hinweis nimmt. In meinem Fall, was wäre das Schlimmste, was sich das Ego ausmalen könnte? Ich schlafe unter der Brücke, ich leide Hunger, ich habe keine Klamotten, mir ist kalt, ich bin obdachlos. So, das ist ja, ich bin obdachlos. Ja. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. So, jetzt bin ich fast 2 Jahre unterwegs.
Und ich habe nicht eine Nacht nicht gewusst, wo ich schlafe. Ich habe nicht einen Tag mir Sorgen darum machen müssen, wie ich Essen bekomme. Ja, weil du das Vertrauen entwickelt hast. Richtig. Weil das Leben für uns sorgt, tatsächlich. Das ist der Punkt. Das ist der, das ist die Kernbotschaft. Vertrauen, Urvertrauen. Dass es keine Sicherheit gibt. Es ist eine Illusion. Wenn wir glauben, wir sind in der glücklichsten Beziehung oder Partnerschaft, dann ist das für den Moment die Wahrheit. Das kann sich aber im nächsten Moment ändern. So ist es mit der Gesundheit, mit dem Job oder was weiß ich auch wo. Die größte Angst, die der Mensch hat, ist die Angst vor Veränderung. Und die Veränderung ist gleichzeitig das Einzige, was uns garantiert ist. Ist das nicht schizophren? Ja. Ja, das ist wirklich verrückt. Ja, das Wichtigste, glaube ich, dass der Mensch immer sich sicher fühlen muss. Und da es diese Sicherheit im Außen nicht gibt, wie du das jetzt einfach wunderbar erklärt hast, Stefan, kann die Sicherheit eben nur im Innern durch das Vertrauen wachsen. Ja. Und dazu muss man das ausprobieren, Schritte gehen und Erfahrungen machen. Ja. Und ich möchte vielleicht ein Beispiel machen, um das vielleicht mal zu trainieren. Gerne. Ohne irgendetwas aufgeben zu wollen. Mal ein Wochenende lang, einen Samstag und einen Sonntag, sich komplett zurückzuziehen, nichts zu planen, wirklich gar nichts zu planen, ja, und zu allem, was dir an dem Samstag und dem Sonntag begegnet, Ja zu sagen. Da ruft ein Freund an, möchtest du, ja, also wenn ihr Katzen miauen hört, dann sind das hier die zwei Katzen von der Anja, das einfach als Hinweis. Genau, den Samstag und Sonntag zu allem Ja sagen. Wenn ein Freund anruft, hast du Lust auf Yoga? Ja. Wenn eine Freundin anruft und sagt, Mensch, es geht mir gerade schlecht, hast du Zeit für mich? Ja. Ja, wenn jemand von der Caritas an der Tür klingelt und sagt, haben Sie eine Spende? Ja. Ja, also ich meine wirklich zu allem Ja sagen und dem Leben so mal Raum geben zu wirken. Und wenn nichts passiert, diese zwei Tage dann einfach in der Stille zu sein. Ja, das ist so schön. Und es macht dich crazy. Also das ist nichts zu hören, die Stille auszuhalten. Weil da geht viel los im Kopf. Ja. Ach, das ist ein toller Hinweis. Das ist ein schönes kleines Abenteuer für ein Wochenende. Definitiv. Und das Schöne ist, Stefanie, du brauchst dich dann gar nicht entscheiden, weil du jetzt zu allem da sagst. Es gibt ja keinen mehr. Ach, schön. Ja? Und dann können wir das ja weiterziehen. Jetzt gehst du raus in das Leben und jetzt kommt jemand mit einem Buch zu dir und sagt, boah, das Buch finde ich großartig. Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das bestelle ich mir. So. Oder das sind ja diese Hinweise, wovon ich spreche. Ja, das sind die Zeichen quasi, die dir das Leben gibt. Das sind die Zeichen, die uns das Leben dann gibt. Das ist ja wirklich jetzt eine richtig schöne Idee. Oh, vielen, vielen Dank, Stefan. Du hast uns jetzt so viele tolle Inspirationen und Hinweise gegeben und super erklärt. Gibt es noch eine Sache, die du gerne zum Schluss noch zusammenfassend sagen möchtest? Jeder ist gut so, wie er ist. Und jeder ist auf seinem Weg. Es gibt nicht den einzigen Weg, der zum Glück führt, der zur Erfüllung führt. Jeder Weg ist einzigartig, so wie du einzigartig bist da draußen. Du hast deine Besonderheiten, du hast deine Ecken und Kanten, du hast deine Stärken und Lichtmomente. Alles an dir ist gut, so wie es ist. Und wenn du dir vertraust, dann vertraust du automatisch auch dem Leben. Und wenn du bewusst durch dieses Leben gehst, wirst du die Geschenke erkennen in Form von Hinweisen.
Danke. Ich danke dir. Ganz wertvoll. Wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Interview. Immer wieder gerne, Stefan. Super. Immer wieder gerne. Alles klar. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke. Ciao. Ciao. Ich bin Stefan sehr dankbar für seine Erfahrung, die er mit uns geteilt hat und seine Inspiration. Und ich finde, er kann so wunderbar erklären die Zusammenhänge zwischen den Ereignissen und den Hintergründen im Leben. Vielen Dank. Seine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Und was hat dich jetzt besonders an diesem Gespräch inspiriert? Oder hast du auch schon mal so einen Sprung gewagt, dein Leben passender zu machen und den Mut gefunden, etwas ganz Neues auszuprobieren? Deine Erfahrungen können ganz wertvoll sein für andere Menschen und auch inspirierend. Wenn du Lust hast, dann teile sie mit uns auf Facebook oder Instagram, auf YouTube, egal da, wo du den Podcast jetzt hörst. Das ist eine Bereicherung für uns alle. Danke. Und ich danke dir auch fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es auch wieder eine neue Podcast-Folge und dann werden wir eine Pause einlegen, digitalen Detox machen. Bis Ende März, Anfang April sind wir dann wieder für dich da. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wünsche dir das Vertrauen, was schon da ist, auch zu sehen und zu stärken in deinem Leben. Alles Liebe für dich. Hab einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.